Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Ich starte mal in dem Screen, damit uns die Zeit nicht davonläuft. Denn heute ist nochmal das Dance-Off. Und nicht das Tanz beendet, das ein bisschen schlecht übersetzt. Ja, und wir haben alles fertig für die Feuchtigkeitsfarm. Das heißt, das werden wir jetzt als erstes aufbauen. So, denn wir haben schon wieder 10 Millionen Quests hier auf der Map. Ja, bei Avio. Aber erstmal fahren wir jetzt zur Feuchtigkeitsfarm. Und bauen das hier auf. Ich habe den Punkt verpasst. Hier. Reparieren. Bestätigen. You know, if you weren't able to build this, we would have had to revert back to basic farming. In this heat and condition, most of the crops would have died. And that'd be the end of Sandrock. It was that bleak. But you saved the day. For all of us. Let me do some cleaning around here. Then I'll teach you a few things about desert farming, like I promised. I'll let you know when I'm ready. Okay. Level up und Sieg hat fette 20 Erfahrungspunkte bekommen. Also nein, wir haben für Sieg ordentlich Erfahrungspunkte bekommen oder Sozialpunkte und ein bisschen Werkstattpunkte. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir da stehen. Dann können wir jetzt auch mal wieder ein paar Handelsaufträge annehmen, damit unsere Bewertung mal steigt. So, dann fahren wir am besten hier hin. Gucken gleich mal, wie es aussieht. Und gehen dann zu Avio. Ja, komm, das kriegen wir schon aufgeholt hier. Schnappen wir uns mal ein paar Aufträge. Dünner Faden können wir auf jeden Fall machen. Und Kupferschrauben. Das sollten wir eigentlich ganz gut hinbekommen, ohne größere Probleme. Das sind denn schon, sind zwar wenig Punkte, aber immerhin etwas. So, Avio. Hello. Wem sollen wir heute beliefern? By the stairs is having another dire emergency. You're not wrong. Your timing is always so wonderfully opportune. Miguel's furniture has just came in. Miguel, what's he do again? Scowling all the time. Ah, must be finance. Anyway, he's quite picky with his purchases. Fortunately, I have my ways of providing. Otherwise, he'd be totally out of luck. As always, delivery within 24 hours. Let's maintain our perfect record. Okay, dann ab zu Miguel. Der irgendwo hier rum Strom hat. Ach, der kommt uns entgegen. Das ist doch super. Keine Langlaufwege für uns. Let me check and see if there are any damages. Great, no problems. Where do I sign? No need for a signature. Such carefree service. Do you offer any service to help me carry it? No? Fine, forget I said anything.
Als wenn er jetzt beleidigt wäre, dass ich ihm nicht noch seine Sachen in die Wohnung trage. Hätte sich ja seine Sachen auch selbst abholen können, ne? Miguel was satisfied with his purchase. Haha! Another perfect rating for By the Stars. Sehr schön. Okay, dann kümmern wir uns mal um die Aufträge. Und gehen dann natürlich wieder zum Dance-Off. Oh, wir müssen hier mal wieder sauber machen. So, wir brauchen ja Schrauben. Hier können wir schon mal herstellen. Das sind 8. Dann brauchen wir noch einen Barren. So, einen brauchen wir noch. Steht immer, Kupferbarren ist nicht in der Warteschlange. Das stimmt ja auch nicht so ganz. Okay, und dann dünner Faden. Meine gar nicht hierher. Doch. Herstellen. Ich habe 9 hergestellt. Ich brauche aber 11. Ah, ich habe noch welche hier irgendwo rumliegen. Dann suchen wir doch mal. Hier, das sind die Pflanzenfasern. Ne, genau. Da haben wir 2 dünne Fäden. So, dünner Faden, dann kommst du hier mit rein. Wir haben eine Hose bekommen, wir haben ein bisschen Wasser. Ich kann ja mal beweisen, dass wir auch fleißig sein können. Ich habe Aufträge natürlich hier jetzt im Let's Play sehr schleifen lassen, gebe ich zu. Hallo. Fertig. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Danke, Suki. Lass dich mal wieder blicken. See you. Gerne. Wie weit stehen wir denn mit unserem Werkstattlevel? Sind wir eigentlich noch, hier war es mit ABCD, ne? Nee, mit Stern war das hier. Stimmt, ABCD war Porsche. Hier steht das ja. Wir haben eine 2 Sterne. Bewertung. Da müssten wir eigentlich schon die Inspektion machen können. So, dann machen wir hier noch. Fügen wir noch eine hinzu. Und dann sollten wir eigentlich genügend haben. Ich markiere das mal. Verfolgen. Genau. Sollten wir eigentlich genügend haben. Um sie dann auch relativ zügig abgeben zu können. So, ich bin bereit fürs Dance-Off. Und du, Mabel, du auch, ne? Hallo. Howdy, Handwerker. Sei vorsichtig, wenn du mit deinen Maschinen arbeitest. Ich habe schon schlimme Geschichten gehört, in denen unvorsichtige Handwerker ihre Finger verloren haben. Lass das nicht dir passieren. Danke, Mabel. Das ist voll lieb. Hey there. Noch ein gut gemeinter Ratschlag, Handwerker. Unterschätze ein wildes Jagdmehl besser nicht. Die befördern dich ganz schnell auf deinen Allerwertesten. Schneller, als du Überleben des Stärkeren sagen kannst. Ich hatte nicht vor, ein Jagdmehl zu herauszufordern. Hey, Mian. Der Yen lästert über mich. The hazardous ruins here appear to be what's left of a shopping mall from the old world called Paradise Lost. Who would want to go shopping in a creepy sounding place like that?
Das weiß ich nicht. Wir werden aber als nächstes, bevor wir jetzt die Operation Entgiglisierung machen, würde ich gerne den Handwerkerrundgang machen. Das heißt, die will ich nicht mehr verfolgen. Die will ich gern verfolgen. Perfekt. Genau, dann können wir uns da mal dran ranmachen, dass wir ordentlich Materialien bekommen. Und jetzt tanzen wir erstmal wieder. Das kann man sich eigentlich für die... Ach, solche Sachen kann man sich kaufen. Oh, hier, sie sind hier unten aufgeführt. Richtig gut. Das war, glaube ich, am Anfang noch nicht so. Da musstest du sie, glaube ich, im Inventar haben. Rustikaler Teetisch, Lounge-Sessel, Kissensessel. Können wir ja eigentlich mal versuchen zu bekommen. Ghetto-Blaster. Tänzerjacke, Tänzerinhose, Tänzerschal. Die schiebe ich mal nach hinten, weil die geben ganz schön ordentlich Zeug. Aber ich will irgendwie ein paar Möbel haben. So, Tanz beendet. Nein, das heißt Dance Off. Wir machen trotzdem erstmal wieder einfach. Muss ja erstmal reinkommen hier wieder. Irgendwann bin ich richtig gut. Dann machen wir eine Schwierigkeit höher. Oh, das war gut schnell. Und diesmal haben wir keine super hohe Kombo, weil ich ein paar Bats dazwischen habe. Aber immerhin gewonnen. Wieder 90 Medaillen. Heute tanzen wir, bis der Arzt kommt. Ich bleib mal bei einfach. Das war gerade schon relativ schnell. Jetzt ist wieder die normale Musik. Ich finde das total witzig. Passt halt gar nicht dazu. Oh, fast verpasst. Aber lieber ein Bad als ein Miss. Oh, den habe ich verpasst, weil ich wieder zu früh gedrückt habe. Okay, können wir nochmal tanzen? Oh, die gehen schon alle. Wir tanzen trotzdem. Noch. Bis unsere Füße nicht mehr wollen. Ich muss sagen, so zur Abi-Zeit, als wir dann unsere Vorfinanzierungspartys hatten und so, wo ich dann halt generell feiern gegangen bin, war ich auch eher diejenige, die auf der Tanzfläche war. Ich habe nicht unbedingt super viel getrunken. Ich habe eher ausgetobt. Oh nein! Gerade noch so bekommen. Okay.
Guck mal, dann gucken wir mal, was wir uns hier kaufen können. Wir haben jetzt 500. Ja komm, dann holen wir uns doch mal das. 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 Und das. Und beim nächsten Mal holen wir uns dann das Outfit. Läuft er hier noch rum? Nee, sieht aus, als wäre er in seinem Haus. Okay, dann fangen wir doch mal an. Können wir Holzbretter machen? Können wir. 5 haben wir schon. Wir brauchen 2 Leder. Haben wir Leder? 2. Wir können 2 herstellen. Perfekt. Und dann können wir nämlich schon mal eine Bank herstellen. Und müssen dann nur noch die Holz... Nee, wir gehen heute nicht mehr farmen. Wir müssen nur noch die bisschen Holz farmen und die Bretter machen. So. Warum kann er denn nicht dort an der Wand stehen? Er darf wohl nicht an der Wand stehen. Doch, darf er. Okay, hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Stuhl packen wir mal hier hin. Den rustikalen Teetisch. Dann haben wir noch den Lounge-Sessel. Kommen wir da von hier ran. So rum darf er stehen. Perfekt. Mal haben wir es ein bisschen gemütlicher und dann haben wir noch hier den Ghetto Blaster, den packen wir einfach in die Ecke. So. Interagieren. Ah, guck mal, da können wir auch Sachen wieder raufpacken. So, jetzt ist das ja alles noch ein bisschen wohnlicher, ne? Sogar einen fetten Lebensbonus. Ein bisschen Verteidigung, da sind wir ein bisschen drüber, aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Ab ins Bett mit uns. Weil die Feuchtigkeitsfarm repariert wurde, haben sich die Preise wieder normalisiert. Für Wasser. Aber da die Brücke jetzt beschädigt ist, wahrscheinlich wieder nicht. Wahrscheinlich sind die immer noch teuer. Ich hatte das in meinem privaten Spielstand hat sich das nicht so krass überlagert wie jetzt. Von Sieg. Suki, die Sandrock Feuchtigkeitsfarm ist jetzt wieder voll einsatzfähig. Ich bin bereit, dir zu zeigen, was ich über Wüstenanbau weiß. Bevor wir jedoch irgendetwas tun, brauchst du ein Pflanzenset. Hier ist eine Anleitung für einen Wüstenpflanzenkasten, den du an deiner Werkbank herstellen kannst. Wenn du den hast, komm zu mir in die Feuchtigkeitsfarm und wir reden drüber. Hallo Suki. Herzlichen Glückwunsch, dass du deine Werkstatt auf eine 2-Sterne-Bewertung gebracht hast. Vielleicht bist du kein Neuling mehr, aber du hast noch einen langen Weg vor dir. Hm? Warum liest du das immer noch? Ich habe dir gesagt, dass du mit einem höheren Rang auch bessere Aufträge bekommen kannst. Also hör auf, diesen Brief zu lesen und geh sofort zur Handelsgilde. Los, los, los. Kann ja nur Yen sein. Okay. Ja, unser Level ist gestiegen. Voll cool. Und wir dürfen schon wieder für die beiden hier arbeiten. Dann gehen wir doch mal direkt dorthin. Das Pflanzenset müssen wir auch noch herstellen. Aber das hat, glaube ich, alles keinen Timer, ne? Grüneres Gras. Nein, das hat keinen Timer. Du hast auch keinen Timer. Du auch nicht. Er hat einen Timer. Hey there! Oh, guck mal, neue Gesprächsoption.
Na, wenn das nicht... Ja, wir haben wieder Zeit. Unkraut zu jedem. Ja, ja. Kennen wir schon. Howdy. Ende gut, alles gut, sag ich immer. Ich hoffe nur, der alte Sieg hat seine Lektion gelernt. Man kann den Gegner nicht weiter trauen, als man sie werfen kann. Nun, in Siegs Fall ist das vielleicht eine Metapher, die schnell auseinanderfällt. Nun, es reicht zu sagen, Eidechsenmänner sind böse. Aber sehr schwarz-weiß gezeichnet hier von dir. Guck mal, hier versteckt sich wieder Oregano. Wird das jetzt eigentlich Oregano oder Oregano ausgesprochen? Ich weiß das nicht. Ich weiß das gar nicht. Ich hätte jetzt, glaube ich, gesagt Oregano. Glaube ich. So aus dem Bauch heraus. Huch, bin ich fertig aufgesammelt? Da, jetzt aber. So, Cooper, ich bin fertig. Hey there. Fertig. Get you later. Danke. Kriegen wir immerhin 58 Goals für. So, wo läuft Ryan rum? Er scheint noch zu Hause zu sein. Klopfen wir doch mal an. Der ist oben. Er kommt da gerade raus. Ich dachte gerade schon, die schlafen in getrennten Zimmern. Fertig. Oh, du hast meinen Auftrag schon erledigt? Verdammt, jetzt habe ich wohl keine Entschuldigung mehr. Vielen Dank, schätze ich. Ich wollte mich nur ein paar Tage ausruhen, aber dann hat mich jeden Tag geweckt, damit sie auf der Feuchtigkeitsfarm helfen konnte. Ich habe gehört, dass du jetzt alles wieder in Ordnung gebracht hast, oder? Die harten Tage sind vorbei. Jetzt kommt der Regen. Das ist aus. Das dankbare Leben nach dem Tod. Ich schwöre, die haben für jede Situation etwas, Kumpel. Hallo, Danby. Du müsstest dich ja jetzt freuen. Boah, danke für die harte Arbeit, Tsuki. Die Feuchtigkeitsfarm war dieses Mal wirklich schwer beschädigt. Ich habe Sieg vor kurzem geholfen, sie in Augenschein zu nehmen. Aber ich hatte trotzdem ein paar Bedenken. Sieht so aus, als hätte dein neues Projekt viele Probleme gelöst. Okay. Ach genau, Avio wollte noch was. Und dann müssen wir mal ein bisschen Holzfarm gehen. Hallo, Mathilda. Howdy. Die Feuchtigkeitsfarm von Sieg ist so wichtig für den Fortbestand von Sandrock. Wir sind froh, dass ihr Handwerker euch so gut um alles kümmern konntet. Bist du sicher, dass dein zweiter Vorname nicht Telesis ist? Ja, bin ich. Take her easy. Hey Suki, wir haben unsere Patrouillen so geändert, dass die Feuchtigkeitsfarm besser abgedeckt ist. Du wirst dort keine Gegner mehr sehen, wenn wir etwas zu sagen haben. Hello, so long, partner. So, Avio, wen winkst du denn? Could you help me deliver once again? I'm almost done with my backlog, so I promise, pinky promise, absolutely give you an Avio guarantee that it is the last time. Okay, thank dann gibt's you. Thank you. Next time I'll trouble someone else, for this is the last time to use your precious time. These guys are to be sent to Vivi's clothes shop, tailor-made on Main Street. I guess that Vivi has thought up a brand new style. Okay, dann ab zu Vivi. Oh, die scheint hier unten zu sein. Na dann. Vivi, ich hab was für dich. Ain't these my dice from by the stairs? But why you here delivering them? I told that boy I can just walk over and get it myself. He wouldn't have any of it. Said he'd come give it to me anyway. Ja, guck mal, Vivi wäre eine Frau der Tat. But I see he's a tricksy one, that RVO. Getting you to do it for him. Well, do this old gal a favor.
tell him not to get others to do his lackey work. Okay. So, dann liefern wir die Quest noch ab. Wie sieht's denn hier aus mit den Preisen? Alles wieder normal? Ja. Also ist noch recht teuer. Aber ich schätze mal, das liegt an der zweiten Bedrohung für das Wasser, weil jetzt nicht mehr viel geliefert wird. Making you deliver stuff all alone is certainly laborious work. Even if you're tired of hearing it, I want to express my deep sincere thanks. Oh, can you guess what I've got you as a reward? I already think of you a real-life superhero, so I prepared an equally exceptional reward. Please accept. An exclusive discount at By the Stairs, valid for 7 days starting right now. Amazing, isn't it? Naja, gern geschehen. Oh, you're really too kind. But no, if I don't repay you, I'd be considered stingy, so I'll give you a handsome discount. Na gut, dann schauen wir mal. So, eine Woche lang haben wir ja Angebote. Ja, die sind tatsächlich ganz gut. Boah, ich möchte mal was ausprobieren. Sonnenschutzmittel. Kann ich das verwenden? Jetzt mach ich hier kurz hin. Ne, anscheinend nicht. Take you for a paw-made-fueled joyride through the hairscape. Destination, a newer, better you. Okay, ich dachte, man kann das sich wirklich auf den Körper schmieren. Ja, dann haben wir jetzt mal Zeit, ein bisschen... Ach, wir können ja wieder neue Aufträge annehmen. Und dann ein bisschen Holz zu farmen. Captain, wer kann schneller rennen, du oder ich? Er ist abgebogen. War kein fairer Wettkampf. So, was nehmen wir denn? Wir nehmen mal Bronzestangen. Hartholzzaun. Haben wir den schon? Bergbahn. Muss ich mal gucken. Guck erstmal, ob wir den machen können, bevor ich den annehme und dann nicht machen kann. Der nämlich doof. Hartholzzaun. Können wir machen. Wenn wir dafür ausreichend Zeit haben, weil wir müssten mal wieder so Kupfersachen farmen, also Kupferrahmen, könnten wir das annehmen. Tage. Ja, das kriegen wir hin. Dann würde ich jetzt noch die Bronzestangen anschmeißen und dann auch schon die Folge beenden. Bronzestangen. Zwei haben wir, drei können wir herstellen. Ja, wir brauchen dringend Kupfer. Ja, dann müssen wir nämlich in der nächsten Folge mal ein bisschen farmen gehen. Holzbretter, 3 Stück haben wir schon mal. Genau, ein bisschen farmen gehen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!